Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Fan der Sniper-Elite-Spiele bin. Entwickler Rebellion hat sich mit der Serie mittlerweile einen festen Platz in der Branche verdient. Doch bis man seine eigene Marke zu seinem Aushängeschild machen konnte, war es ein langer Weg für den englischen Entwickler mit Sitz in Oxford. Da Rebellion aber erst vor kurzem ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat und ich mit einem der Gründer sprechen konnte, habe ich mir gedacht, wir tauchen ein wenig in die Historie der Firma ab und werfen einen Blick auf die wichtigsten Titel des britischen Entwicklers. Gegründet wurde Rebellion Developments Limited, wie der komplette Name der Firma lautet, im Jahre 1992 von den Brüdern Jason und Chris Kingsley, die als Quereinsteiger in die Branche kamen, da sie eigentlich etwas komplett anderes studiert hatten. Doch gleich das erste eigens entwickelte Spiel wurde zu einem kleinen Desaster. Bei Jetpack Jack für den Gameboy sollte es eure Aufgabe sein, Energiekristalle einzusammeln, während ihr den Spritfeuer-Jetpack im Auge behaltet. Doch tatsächlich erblickte Rebellions erstes Spiel niemals das Licht der Videospielwelt. Es war einer dieser Märkte, der stark kontrolliert wurde. Man musste einen Publisher haben. Als Entwickler konntest du nicht einfach Spiele auf einer Plattform von einem anderen Hersteller auf den Markt bringen. Man musste dazu ein Publisher sein und eine Lizenz besitzen. Die Konsequenz war, dass du nicht der Herr deines Schicksals warst, so wie das heute der Fall ist. Wenn du jetzt ein Indie-Entwickler bist, kannst du dein Spiel entwickeln und herausbringen. Wir konnten, glaube ich, einfach keinen Publisher finden, der das Spiel herausbringen wollte. Letztendlich war es einfach das. Dennoch sollte es nicht lange dauern, bis Rebellion ihren ersten dicken Fisch an Land zog. Aufgrund einer Demo zu einem Fantasy-Spiel, bei dem es um Drachen und Wikinger ging, konnte Rebellion einen Termin mit den Bossen von Atari UK ergattern. Ein Meeting, das alles andere als gewöhnlich war und um nichts Geringeres ging als Ataris Rückkehr zum Konsolenmarkt. Atari war eine Firma, die sich massiv verkleinert hatte. Sie hatten ein gigantisches, aber sehr verblasstes Büro. Ein Büro, das für 1000 Leute Platz bot, aber es waren gerade mal um die 50 Leute dort. Und man hat einfach gesehen, dass die Tapete verblichen und die Stühle abgenutzt waren. Die Möbel hatten schon mal bessere Tage erlebt. Wir pitchten unsere damalige Idee und der Chef von Atari sagte dann, oh, das ist großartig. Das könnte richtig gut auf unserer neuen Konsole funktionieren. Und die ganzen anderen Atari-Mitarbeiter um ihn herum fragten nur, was für eine neue Atari-Konsole? Zu dem Zeitpunkt war noch niemand von der Firma in England informiert und der Chef hat das einfach mal so rausgehauen. Also saßen Chris und ich da ein wenig verlegen, während sich diese kleine interne Diskussion entwickelt, warum man noch nicht informiert worden war. Wir dachten uns nur, was passiert hier gerade? Anyway, ein paar Tage später sagte uns Atari, dass sie nicht das Spiel möchten, das wir gepitcht haben, aber dass sie zwei Filmlizenzen hätten und ob wir da nicht etwas entwickeln könnten. Ein Sidescrolling Beat'em'up zum Beispiel. Darauf meinten wir nur, dass wir was Besseres machen können. Etwas, das so 2,5D ist, vor allem nachdem wir gehört haben, wie stark der Jaguar sein würde. Dann sind wir nach Cambridge gefahren, um die Leute zu treffen, die die erste Hardware zum Entwickeln hatten, und haben ein paar dieser Entwickler-Kits mit in unser Büro genommen. Dort haben wir dann einfach angefangen, auf dieser frühen Test-Hardware zu programmieren. Started to work on test hardware, basically. Ich war einer der wenigen, in Anführungszeichen, Glücklichen, die damals Alien vs. Predator auf dem Atari Jaguar spielen konnte. Ja, mir ist bewusst, dass der Jaguar ein ziemlich gigantischer Flop war und das Ende von Atari besiegelte. Dennoch war das Spiel in meinen Augen genial, denn immerhin gab es hier drei unterschiedliche Kampagnen. Nicht nur als Marine, sondern auch als Predator und Alien spielen zu können, mitsamt eigenen Spielmechaniken, war für die damalige Zeit schon etwas ziemlich Besonderes. Als Alien zum Beispiel konnte man seine Gesundheit nicht wiederherstellen, sondern musste stattdessen Soldaten in ein Alien-Ei verwandeln. Eine Fähigkeit des Xenomorphs, die man auch in einer geschnittenen Szene des ersten Alien-Films sehen kann. Ging man dann drauf, spawnte man quasi aus diesem Ei an dieser Stelle und setzte sein Abenteuer fort. Als Predator hatte man Zugriff auf unterschiedliche Sichtmodi und Waffen, die man per Ehrensystem freischalten musste, war aber zu groß, um durch Lüftungsschächte andere Bereiche betreten zu können.
trotz durchaus beeindruckender Grafik, einem quasi System-Seller-Status und der unterschiedlichen Kampagnen war das Spiel kein weltweiter Hit, was aber auch daran lag, dass der Atari Jaguar in nur sehr limitierten Mengen verkauft wurde und nie der Verkaufsschlager war, den Atari sich gewünscht hatte. Rebellion aber hatte bewiesen, dass sie nicht nur ein Blockbuster-Spiel entwickeln, sondern auch mit einer großen Marke umgehen können. Für den Atari Jaguar entwickelte Rebellion noch zwei weitere Spiele. Checkered Flag, ein Rennspiel, das als Konkurrent zu Virtual Racing von Sega an den Start ging. Das Ergebnis war okay, doch ein wirkliches Showcase für die grafische Überlegenheit der angeblichen 64-Bit-Konsole sah man hier nicht. Neben Checkered Flag war da dann noch Legions of the Undead. Das sollte ein Action-Rollenspiel im Stile von Ultima Underworld werden, doch leider erblickte dieser Titel nie das Licht der Welt. Bei Legion of the Undead wollten wir die 2,5D-Technologie von Alien vs. Predator nehmen und daraus einen Dungeon Explorer im Fantasy-Setting machen. Die Dungeon Crawler davor basierten auf einem Raster, wo man sich einen Schritt nach vorne geklickt oder um 90 Grad gedreht hat. Es war immer von Feld zu Feld. Wir haben gemerkt, dass wir uns mit unserem System flüssiger bewegen und den Dungeon erkunden konnten. Wie bei Dungeons & Dragons war eins meiner Ziele, Videospiele zu entwickeln, in denen man Areale erkunden konnte. Legions of the Undead wurde von Atari in Auftrag gegeben, aber dann hat Atari Probleme bekommen oder ging den Bach runter. Irgendwas hat sich geändert, ich weiß nicht mehr genau was, aber es war ihnen unmöglich, dieses Projekt weiter zu finanzieren, also haben wir uns anderen Plattformen gewidmet. Legally speaking, but they were unable to keep funding it, so we moved on to other systems. Damit war das Thema Atari Jaguar bei Rebellion aber immer noch nicht abgeschlossen. Mit Skyhammer hatte man ein weiteres Spiel in der Mache. Skyhammer sollte ein Cyberpunk-ähnliches Setting haben. Wir als Spieler wären in das Cockpit eines Flugautos gestiegen und hätten es dann mit anderen Söldnern aufgenommen. Eigentlich sollte das Spiel für das Atari Jaguar CD-ROM-Laufwerk erscheinen, kam aber dann doch nicht auf den Markt, als abzusehen war, dass Atari beim Jaguar den Stecker ziehen würde. Zumindest bis zum Jahr 2000, 4 Jahre nachdem der Jaguar vom Markt verschwunden war. Auch dieses Spiel verfing sich in den Atari-Problemen und dem Misserfolg des Jaguars. Dann saß das Spiel sehr lange in unserem Archiv, bis wir von jemandem von der Firma Songbird angesprochen wurden, der uns fragte, ob wir nicht eine limitierte Edition herausbringen wollen würden. Wir hatten nicht so richtig Lust darauf, aber dann haben mein Bruder und ich uns an einem Wochenende zusammengesetzt und uns gedacht, warum eigentlich nicht? Schließlich ist das Ding fertig und es wäre eine Schande, es einfach verfallen zu lassen. Also hat Songbird dann eine limitierte Zahl an Modulen auf den Markt gebracht. Und ich muss schon sagen, wie alle unsere Spiele ist da einiges an Innovation drin, wenn man sich ansieht, wie die Videospiellandschaft damals aussah und was das Spiel abgeliefert hat. If you actually look at where it was and where it stands in the history of video games, that's actually quite innovative as well in itself. 1999 würde Rebellion ihren nächsten Hit abliefern, Aliens vs. Predator. Dieses Mal allerdings für den PC. Wie beim Atari Jaguar-Spiel gab es hier 3 unterschiedliche Kampagnen, Marine, Alien und Predator. Vor allem in Sachen Atmosphäre legte die PC-Version nochmal einiges drauf und bot nicht nur Action, sondern auch eine gehörige Portion Paranoia und auch ein bisschen Horror. Finanziell unabhängig war das Studio dadurch allerdings nicht. Deshalb ging man auch immer wieder Partnerschaften ein. Ab 1999 brachte Rebellion so einige Portierungen anderer Spiele für diverse Plattformen oder auch mehrere Lizenzspiele wie The Mummy oder Mission Impossible auf den Markt. We sort of had a bit of a name for doing good. Wir hatten uns einen Namen für gute Filmumsetzungen gemacht und deswegen kam der ein oder andere Kunde auf uns zu und fragte uns, ob wir nicht ein Mission Impossible Spiel machen wollen. Manche der Pitches konnten wir dann gewinnen. Das war ein ziemlicher Wettbewerb damals, wo es letztendlich um den eigenen Ehrgeiz und die Qualität ging, die man erreichen wollte, ob man die richtigen Kontakte beim Auftraggeber hatte und ob man eben günstig genug war, statt eben zu viel zu verlangen. Normalerweise haben die Firmen sich immer das günstigste Angebot rausgesucht, was oft ein Fehler war. Danach sollte man auch im Leben nicht entscheiden. Doch neben diesen Auftragsarbeiten wollte man natürlich auch seine eigenen Marken entwickeln und auf den Markt bringen. Ein Baustein, der Rebellion dabei half, seine Position zu festigen und erweitern,
Comics. Im Jahr 2000 übernahm Rebellion das Comic-Magazin 2000 AD, die vor allem für Judge Dredd bekannt sind. Damals stellte sich heraus, dass 2000 AD Probleme hatte und nicht an einem guten Ort war. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, wir konnten tatsächlich aushandeln, dass wir die gesamte Firma kaufen konnten. Das war ein ziemlich großer und auch großartiger Deal für uns. Wir hatten auf einmal Zugang zu sehr kreativen Schreibern und Künstlern und eine große Bibliothek an Inhalten und Charakteren. Es war nicht nur ein gutes Geschäft, sondern auch eine Passion von mir. Bei Rebellion ging es teils immer ums Geld machen, aber wenn du mir zwei Projekte vorlegen würdest und eines davon wäre richtig cool und würde Spaß machen, dabei aber weniger Geld in die Kasse spülen und das andere Projekt wäre grauenhaft, aber würde verdammt viel Umsatz machen, würde ich das coole Projekt jedes Mal vorziehen. Geld ist ein nötiges Übel, sollte aber nicht der einzige Entscheidungsfaktor dafür sein, was man mit seinem Leben anstellt. Zumindest meiner Meinung nach. Kreativität war für mich neben dem Geschäft auch immer ein großer Antrieb. Driven by creativity as well as business. Im Jahr 2001 wurde Judge Dredd als exklusives Spiel für die Xbox angekündigt. Allerdings würde es dann noch 2 Jahre dauern, bis es unter dem Titel Judge Dredd – Dredd vs. Death auf den Markt kam. Und dann eben nicht nur für die Xbox, sondern auch für die PlayStation 2, den GameCube und den PC. Als Judge Dredd habt ihr euch in dem Ego-Shooter durch 11 Level gekämpft und es dabei nicht nur mit normalen Kriminellen, sondern auch mit Vampiren und Zombies zu tun bekommen, bevor ihr letztendlich die bösen Dark Judges besiegen musstet, die hinter der untoten Seuche stecken. Das Feedback auf Dredd vs. Death fiel eher negativ aus. Zwar wurde die Comicvorlage ganz gut eingefangen, doch letztendlich war der Shooter in Sachen Grafik und Leveldesign relativ simpel und konnte auch spielerisch nicht so ganz überzeugen. Es würde allerdings nicht zu lange dauern, bis Rebellion es abermals mit einer eigenen Idee und somit eigener Marke probieren würde. Im Jahr 2005 erschien ein Titel namens Sniper Elite. In der Rolle von Carl Fairburn ist es eure Aufgabe, während des Zweiten Weltkriegs hinter feindlichen Linien zu agieren und die Russen daran zu hindern, Informationen des Atomwaffenprogrammes der Nazis zu stibitzen. Statt auf bombastisch inszenierte Action mit allerlei geskripteten Ereignissen, wie man das damals von Weltkriegsspielen kannte, setzte Sniper Elite auf eher ruhigere Töne. Als Scharfschütze war es euer Ziel, Feinde möglichst unentdeckt auszuschalten, denn die offene Konfrontation bedeutete schnell euren Tod. Eine der Besonderheiten des Spiels war die Killcam. Sobald ihr einen besonders guten Schuss abgefeuert hattet, verfolgte die Kamera die Kugel bis zum Einschlag. Etwas, das Markenzeichen der Serie werden sollte. Beflügelt durch den Erfolg kaufte Rebellion im Jahre 2006 den Entwickler Core Design, die vor allem als Erfinder von Tomb Raider bekannt waren. Allerdings beinhaltete der Deal eben nicht die Marke Tomb Raider, was einfach zu teuer gewesen wäre. Core Design wurde in Rebellion Derby umbenannt, doch die Firma sollte nicht von Erfolg gekrönt sein. Bis zum Release von Sniper Elite 2 würden 7 weitere Jahre ins Land ziehen und Rebellion in der Zwischenzeit Spiele wie Rogue Trooper, basierend auf einem ihrer Comics, Rogue Warrior für Bethesda und auch ein weiteres neues Alien vs. Predator Spiel auf den Markt bringen. Doch keiner dieser Titel konnte einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und nicht nur das, aufgrund des Misserfolges dieser Titel wurde Rebellion Derby im Jahr 2010 geschlossen. We couldn't get it to work. Wir haben es einfach nicht hinbekommen. Wir brachten es nicht hin, dass Rebellion Derby auf die Art und Weise arbeitet, mit der wir Erfolg hatten. Es gab da viel mehr Unternehmensstrukturen. Als wir das erste Mal ein großes Meeting hatten und ich fragte, ob es irgendwelche Fragen gäbe, wurde ich gefragt, ob wir den Haupteingang benutzen dürfen. Darauf habe ich nur gesagt, wie bitte? Ich verstehe die Frage nicht. Sind die Türen des Haupteingangs kaputt? Ich habe ihn erst heute Morgen benutzt. Ja, aber nur das obere Management und Besucher dürfen den Haupteingang benutzen. Da habe ich gefragt, ob das ein schlechter Witz sei. Nein, alle Mitarbeiter dürfen nur den Nebeneingang benutzen. Nein, natürlich dürft ihr beim Haupteingang reingehen. Das war eine der roten Flaggen, die auf einmal aufpoppte, wo ich mir dachte, verdammt, was passiert hier noch, von dem ich nichts weiß?
Am Ende des Tages haben wir wirklich hart daran gearbeitet, Rebellion Derby über Wasser zu halten, aber es hat einfach nicht funktioniert. Wir konnten einfach nicht die Qualität erreichen, die wir gerne gehabt hätten, weshalb wir die schwere Entscheidung treffen mussten, das Studio zu schließen. Familiar with it. It's not easy to do it, but we had to shut them down. 2012 sollte das Jahr werden, in dem Rebellion ein neues Standbein für sich entdecken würde. Das Spiel, oder eher gesagt die Serie, für die Rebellion heutzutage am bekanntesten ist, bekam dann ihre erste Fortsetzung. 2012 erschien nämlich Sniper Elite V2, der Nachfolger von Sniper Elite. Doch warum hatte es 7 Jahre gedauert, bis dieser zweite Teil auf den Markt kam? Sniper Elite war ein großer Erfolg. Wir waren Eigentümer der Marke und der Technologie, aber wir haben halt Projekte von anderen Kunden noch angenommen. Nicht alle gut und nicht alle schlecht. Wir haben damals versucht, ein größeres Portfolio unserer Arbeit aufzubauen. Irgendwann waren wir in der Position, dass wir den zweiten Teil mitfinanzieren konnten. Wir haben mit 505 Games zusammengearbeitet, eine sehr talentierte italienische Firma, und haben es geschafft, den Deal abzuschließen, den wir wollten. Der Rest ist Geschichte. Jetzt finanzieren wir die Serie komplett und publishen sie auch. Jetzt sind wir schon bei Teil 5. Das sind wirklich ziemlich viele Versionen von Sniper Elite. What are we on? Sniper Elite 5 now, goodness me. That's a lot of versions of Sniper Elite. Auch wenn die Kritiken für die Sniper Elite-Serie nie wirklich grandios ausfielen, so hatte Rebellion ein Rezept gefunden, das vielen Gamern schmeckte und sie immer wieder Nachschlag haben wollten. Auch ich bin großer Fan dieser taktischen Action, bei der die Planung einen wichtigen Teil des Spielspaßes einnimmt. Neben der Killcam, die über die Jahre immer ausgereifter wurde, sind es vor allem die Areale, die der Star des Spiels sind. Bei Teil 1 und 2 habt ihr in Berlin gekämpft, Teil 3 ist ein Prequel, spielt im Jahr 1942 und schickt euch in den Nordafrika-Konflikt. Teil 4 folgt zeitlich auf Teil 3. Carl Fairburn reist hier nach Italien, während der neueste Ableger, Sniper Elite 5, in Frankreich spielt, wo man das geheime Nazi-Projekt mit dem Namen Kraken zerstören muss. Mit jedem Teil wurden die Level immer größer und sind im Endeffekt kleine offene Welten, in denen der Spieler selbst entscheiden kann, welche Ziele er wie verfolgt. Genau diese Freiheit zeichnet die Serie mittlerweile aus. Sniper Elite hatte allerdings noch einen weiteren lohnenswerten Nebeneffekt für Rebellion. Da Zombies in der Videospielbranche immer beliebt sind und etliche andere Spiele, wie zum Beispiel Call of Duty, auch einen Zombie-Modus eingeführt hatten, versuchte sich auch Sniper Elite daran. So erschien kurz nach Teil 2 Zombie Army 1 und 2. Darauf folgte dann Zombie Army Trilogy und mittlerweile gibt es sogar Zombie Army 4 Dead War. Diese Spiele sind auf den Koop-Modus ausgelegt und spielen sich generell etwas actionreicher, sorgen aber auch für eine gehörige Portion Spaß. Blickt man auf die letzten 10 Jahre von Rebellion zurück, merkt man schon, dass die Sniper Elite-Serie und ihr Zombie-Spin-Off im Mittelpunkt standen. Selbst einen Virtual-Reality-Ableger von Sniper Elite gab es erst vor kurzem. Was nicht heißt, dass Rebellion nicht immer wieder mal andere Dinge ausprobiert. Mit Battlezone VR brachte man einen Klassiker in die virtuelle Realität. Und Strange Brigade ist einer der witzigeren Vertreter der Koop-Action-Spiele der letzten Jahre. Ob wir dazu je eine Fortsetzung sehen werden? It was such fun. Es war wirklich ein unglaublicher Spaß, an Strange Brigade zu arbeiten. Ich kann mich noch erinnern, wie ich bei der Tonaufnahme des Erzählers zugehört habe und ich mir nur dachte, dass das so verdammt lustig wird, wenn der Spieler sich denkt, warum macht sich der Erzähler über mich lustig? Und der Erzähler so, oh jemini, der Spieler hat schon wieder Mist gebaut. Das Spiel hat so ein bisschen die vierte Wand durchbrochen, was einfach spaßig war, aber eben auch zu diesem Stil, basierend auf frühen Abenteuersendungen und Berichten, passte. Es ist eine weitere Marke von uns, zu der wir irgendwann zurückkehren werden. Nicht gerade im Moment, weil wir sehr beschäftigt mit anderen Dingen sind, aber irgendwann bald mal, hoffe ich. One day soon, I hope. Rebellion hat in den letzten 30 Jahren auf jeden Fall viele Spiele auf den Markt gebracht, aber nicht alle davon sind Perlen.
Die Firma hat es aber geschafft, ihren Independent-Status zu bewahren und zu einem der größten unabhängigen Entwickler Europas zu werden. Ich denke, von Sniper Elite werden wir auch in Zukunft noch so einiges sehen. Seit 2017 gibt es mit Rebellion Productions sogar eine eigene Filmproduktionsfirma. Hier soll unter anderem Duncan Jones, der Regisseur von Moon und Source Code, einen Rogue Trooper-Film umsetzen. Gut möglich, dass irgendwann auch ein Sniper Elite-Film erscheint. Zumindest alle Brettspielfreunde können jetzt schon ein Sniper Elite-Brettspiel zocken. Seit 2019 gibt es nämlich noch Rebellion Unplugged, eine gesonderte Brettspielabteilung innerhalb von Rebellion. Es sieht also so aus, als würde Rebellion in der Zukunft nicht mehr nur Videospiele auf dem Programm haben. Ich hoffe einfach, dass die Firma sich nicht übernimmt und drücke die Daumen, dass Rebellion der Branche noch lange erhalten bleibt.